Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 343. Wir haben heute vier Mods und davon sind wir dreimal im LKW-Bereich. Und einmal, richtig, da seht ihr schon, haben wir ein Amazon-Spritzen-Set hier, genau. Wir haben hier einmal einen schönen Fronttank, der natürlich schön die Kapazitäten erhöht. Man sieht hier auch von der Logo-Qualität her, dass sie texturmäßig schon mal sehr gut aus. Wir haben hinten die Spritze an sich, die kann man in zwei Varianten kaufen. Nämlich einmal mit kleiner und einmal mit größerer Arbeitsbreite. Die seht ihr hier dementsprechend auch. Da seht ihr es, UF02 heißt das gute Stück. Ne? Also das ist die Spritze an sich. Hinten schön mit den Beleuchtungselementen. Auch hier die kleinen Amazon-Logos und sowas. Alles sehr, sehr gut aus. Ich zeige euch das mal ganz kurz im Shop. Gehen wir mal auf die Spritztechnik, gehen einmal nach hinten durch. Da sehen wir die Spritze an sich. 1800 Liter gehen rein, kann sowohl Dünger wie auch Pestizide versprühen. Wir sind zwischen 18 und 28 Meter Arbeitsbreite. Der Grundpreis ist 26.500. Wenn wir die höhere Arbeitsbreite wählen, das gibt es in zwei Schritten, geht es bis zu 41.000 hoch. So, Zusatztank, da haben wir nochmal 1100 Liter. Wenn wir das vergleichen mit den Jungs hier vorne, das sind 1500 Liter. Ne, kostet auch etwas mehr. Die Spritze hier kostet 34.000 Liter mit 24, kostet 34.000 mit 24. Da ist sie im Einstieg günstiger und man kann sie noch erweitern oder vergrößern, wenn man möchte. Also eine sehr, sehr gute Alternative zu dem, was auch standardmäßig schon da ist. So, ich würde sagen, wir hüpfen mal eine Runde rein. Ich mache das Ganze an und wir klappen das Ganze mal auseinander. So, im Normalfall ist das die normale Arbeitsbreite, das die erste Erweiterung und das ist die zweite Erweiterung. So ungefähr muss man sich das Ganze grob vorstellen. Ne? So sieht das Ganze dann dementsprechend aus. Dann macht man den Helfer an und ihr seht, es wird einfach freundlich vor sich hingespritzt. So einfach ist es. Funktioniert alles einwandfrei. Ne? Ich mache das Ganze auch mal wieder aus. Den Kollegen aus, wir hüpfen raus. Dann seht ihr auch hier, schön, ne? Es ist dementsprechend tourenmäßig, es ist von der Verschlauchungsgeschichte hier, es ist alles dran, so wie es sein soll. Bis ganz nach hinten hin, es ist das Übliche, was ich vermisse, ist klar, es ist nur die Beleuchtung an der ganzen Geschichte. Ne? Teilweise gibt es dann wenigstens mal, dass man hier Strahlen nach links und rechts hat, ne? Aber wie gesagt, hier ist es beim Original nicht, dann muss es natürlich auch nicht unbedingt dran sein. Ne? Dann passt das schon. Es gibt auch welche, die es halt haben, finde ich persönlich dann besser, aber von der Optik her und sowas ist diese hier schon mal sehr gut gemacht. So, ja, eine Sache habe ich, glaube ich, hier auf dem Feld stehen. So, gucken, habe ich hinter Mais versteckt, glaube ich. Ja. Etwas, was einen sehr, also mich hat es irritiert, weil dieses gute Stück, was wir hier sehen, das hier, der, da steht's, ne? Robur Standard, der wäre eine Abbildung als Bus. Ich sehe ihn hier als LKW. Und der Link führte auch zu diesem LKW hin oder sowas. Er sieht sehr gut aus, also da brauchen wir gar nicht über diskutieren. Er ist so, ne, der alte schöne Sonnenschutz da oben in einem gelblichen, orangelichen Ton und sowas. Das hat schon eindeutig was, ne? Aber wie gesagt, hat mich erst irritiert. Wir haben hier oben auch schön noch ein kleines Lampenset oben dran. An der Seite ist ein bisschen Licht. Unten kommt eine zweite Lichtstufe dazu. Ne? Auch hinten, das Licht funktioniert einwandfrei. Wir können schön blinken, ne? Seht ihr selber, wir haben vorne an der Seite, hinten die Blinker, die funktionieren auch alle einwandfrei. Wenn wir das Ganze uns von innen angucken, haben wir hier eine schöne gleiche Hintergrundbeleuchtung im Armaturenbereich. Auch das sieht sehr gut aus. Ne? Sitze sind ein bisschen mehr spartanisch, aber das sieht auch nicht aus wie die super High-End-Ausstattung, die der LKW sonst normal gehabt hätte. Das bezweifle ich dann eher. Wenn wir hier auf die Hilfe gucken, dann sehen wir haben eine Maussteuerung, ich weiß nicht genau, was wir damit machen. Dafür machen wir den Motor erstmal an. Genau. Ah ja, das ist zum Türen offen zu machen. Links, rechts macht die Fahrertür vor und zurück, macht die Beifahrertür. Also haben wir auch eine Maussteuerung drin. Wir können die Abkippseite bestimmen, ne? Also links, rechts und hinten. Ich werde jetzt einfach mal standardmäßig auf hinten das Ganze lassen und auch mal den Abkippmechanismus machen. Dann geht hinten die Klappe auf, die geht anscheinend dann langsam auf. Sieht aus wie lackierte Holzelemente hier von Metallstreben geschützt. Und hier sieht man eine kleine Hydraulikgeschichte. Ne? Das hier so ein bisschen das vom Untergestell, was gerade durchgelugt hat, ist schade, aber ja, was soll man machen, das ist halt so. Ne? So, ich habe ihn erstmal wieder ausgemacht. So, jetzt gehe ich mal in meine Standardentfernung und ich würde sagen, wir drehen da mal eine Runde mit.
So, Rückfahrleuchte hat er sogar, also das funktioniert schon mal, wenn man frei ist. Stell mal hier hin. Auspuffgeschichte. Sieht auch witzig aus von unten an der Seite. Also so schön gemacht. Wir gucken uns das Ganze im Shop an, werden uns dann auch zwangsweise gleich mit den anderen Gerätschaften bestätigen. Das seht ihr es nämlich schon. 30.000 kostet er hier in der Grundvariante. Wir hätten die Kapazitäten noch erweitern können hier. Seht ihr, da gibt es auch noch die Ballenwagen-Variante, die man daraus machen kann. Und die Kapazitätenerhöhung halt nochmal um die Hälfte dazu. Designmäßig hätten wir hier vorne noch die Motorfolie dazu machen können. Das ist also der Winterschutz, wenn man so will. Ne? Und die Bereifung noch auf ein paar andere Möglichkeiten stellen. Ne? Hat herstellermäßig nichts damit zu tun. Oma hat einen ganzen Haufen schön die alten Standardfarben. Ne? So ein altes Hellblau oder hier die ganzen Standard-Uralt-Rottöne oder sowas, die man sonst überhaupt nicht dabei hat. Zu einem relativ moderaten Preis. Also man hat schon einen schönen kleinen LKW, den man auch variieren kann für wenig Geld. Ne? IFA das Ganze. Und das ist die Typenbezeichnung. Wie gesagt, die stand hier vorne ja auch schon, Robur auch schon drauf. So, das ist das. Wir marschieren weiter. Und zwar, ich würde sagen, wir nehmen mal den Kollegen hier zuerst. Da muss ich mir noch eine Erklärung zu bringen. Ihr seht hier gleich 4 Mods insgesamt von mir vorgestellt. Aber ich habe 5 links. Die Sache ist ganz einfach. Ich stelle hier den LKW an sich vor. Den habe ich mal zur bunten Tüte gemacht, damit man sieht, was man hier lackieren kann. Ne? Das seht ihr auch dementsprechend. Und ihr seht, das ist eine Modulgeschichte. Aber da sind keine Module bei. Das passende Modulpaket auch, ne, was dann auch darunter läuft für diesen Volvo hier. Ne? Da ist ein Volvo-Schildchen vor. Ne? Läuft unter International More Horses hier. Ne? Ja. Ja, was man dann anwählt. Ne? Also wie gesagt, das Set mit den Modulen, das ist der 5. Link in der Beschreibung. Ne? Also ihr habt auf jeden Fall die auch mit dabei. Die wollte ich jetzt hier nicht alle hinstellen, weil darum geht es ja nicht. Es ging in dem Fall jetzt halt hier um die Version des LKWs jetzt hier. Ne? Man sieht schön die Griffe und sowas, alles so metallisch gemacht, nicht ultra high-end glänzend, ne? Aber alles schon so, dass man so ein bisschen sieht, das sieht ordentlich aus. Ne? Auch hier die Beleuchtungsgeschichte und sowas sieht gut aus. Ne? Hat dementsprechend schon was. So, ja, ich würde sagen, auch den gucken wir uns mal im Shop an. Fangen wir diesmal zuerst an. Hier seht ihr Volvo WX64. Das ist so die Standardversion hier. Ne? Sieht man halt die Frontgeschichte, die wir hier ändern können. Flachbett, Grainbett ist halt dieses Modul. Das ist das, was ich da hingestellt habe. Flachbett hat ja jeder schon mal gesehen. Ich habe das auch gemacht natürlich. Sorry. Damit ich nicht vergesse, euch von den Modulen zu erzählen und dass der Mod extra dabei ist. Motorausführung können wir hier Stock oder More Horses machen, deswegen heißt er dann halt auch More Horses, hat er 850 PS, habe ich auch Spaß mal gemacht. Reifenvarianten, hier seht ihr selber, da ergeben sich auch gleich andere Felgen mit dazu, auch schön gemacht. Und die Farben seht ihr selber, die sind auch ein ganzen Schwung metallische Geschichten dabei. Da kann man eine echt bunte Tüte draus machen. Aber das habe ich draußen ja auch gemacht. Das seht ihr auch, wenn ihr selbst wenn ihr hier ein bisschen mehr anmacht und den großen Motor nimmt, seid ihr immer noch unter 60.000, was für so eine Modulgeschichte noch ganz okay ist. So, ja, ich hüpfe mal eine Runde rein. Wir machen mal einen üblichen Lichttest. Das ist so die Standard-Fahrlicht-Variante mit den Seitenlichtern. Hauptlicht kommt dann dazu, wenn man das Licht anmacht, das in 2 Stufen. Wir haben hier hinten auch schön, sieht aus wie LED-Geschichten, die dabei sind. Wenn wir dann blinken, dann blinkt das hier hinten auch. Und das denkt gute Stück dort an der Seite auch. Das ist auch gleichzeitig nach hinten und nach Seite halbwegs. Und hinten blinkt es auch. Hinten seht ihr die Modder, die es gemacht haben. Ne? Warum nicht? Kann sich ruhig damit drauf verewigen. Kein Problem damit. Wenn wir jetzt ins Innere des Ganzen gehen, dann sehen wir hier, ja, das ist dann glänzend. Es sieht besser aus wie manch andere leergelassene. Aber hier ist natürlich jetzt nicht viel zu sehen. Aber es ist halt einfach eine schlichte Geschichte. Es ist nicht, dass es hässlich ist. Ne, aber halt die Funktionen sind einfach nicht da. Aber für eine Platzhaltergeschichte finde ich, sieht das noch ganz okay aus. Deswegen, wir kümmern uns nicht weiter ums Innere. So, ja, würde ich sagen, auch hiermit müssen wir eine Runde drehen. Ne? Antriebswellengeschichte, vorwärts, rückwärts fahren. Bremsleuchten haben wir sich selber, Rückfahrleuchten haben wir. Hatten wir also auch alles im Betrieb dann dadurch. Ne?
Ja, wie immer schön gegen den anderen LKW fahren. Das dauert auch ein Moment, bis er dann umschaltet zwischen vorwärts und rückwärts, was ja auch okay ist und auch so gehört. Ja, also deswegen, das passt dementsprechend dann schon. So, ich habe ihn mal ausgemacht. Ich weiß nicht, wo er noch ganz hinrollen wollte. Wie gesagt, sonst optisch sieht das gut aus. Das Volvo-Schild hier unten und sowas sieht auch alles sehr schön aus. Ne? Spiegel mit Zusatzspiegel für ne? Toten Winkel und sowas. Ganz nett gemacht. Innenausstattung, ja. Ne? Und wie gesagt, der Zusatzlink, der in der Beschreibung ist, ist für die Aufsätze von dieser Version. Ne? Ich habe ihn so reingenommen, wenn jemand sagt, ich brauche das Modul nicht, ich suche ein Flachbett. Das ist auch dabei, habe ich ja gerade im Shop gezeigt. Dann braucht ihr auch keine weiteren Mods sonst dazu. So, dann kommen wir zu diesem guten Stück hier. Ja, auch hier, optisch dementsprechend sieht das so ganz ordentlich aus. Lackierungen sind gut, international, da seht ihr es dementsprechend auch schon dran stehen. Ne, hier so ein bisschen der Chrom-Glänzeffekt, ein bisschen stärker wie bei dem Volvo, aber das ist auch okay. Wir haben hier unten schönen Schmutzfänger-Geschichten und sowas. Der ist also optisch auch schön gemacht. Auch da habe ich ein bisschen bunte Tüte gemacht, wie man sieht. Auch hier gucken wir mal zuerst im Shop, damit ich das nicht vergesse. Beim letzten Gerät ja meistens immer so die Schwierigkeit. Da seht ihr es. So sieht er in normal schlichter Form aus. Ich kann halt dann zwei Farben wählen. So, und dann seht ihr selber, das sind die beiden Farben. Wir haben hier ne, noch verschiedene Felgengeschichten, die wir hier wählen können für den hinteren Bereich. Wir können die Griffgeschichten hier an der Seite wählen. Wir können die Hupen oben dementsprechend draufsetzen, wenn wir die haben wollen oder nicht. Und wir können hier die Windgeschichte in zwei Stufen sehen. Ihr seht selber, Aero Plus ist dann halt noch diese Gummikante, die noch dazu kommt. Ne? Das ist es dann. Dann seid ihr denn alles ausstattet, selbst da, nur bei 29.440 PS LKW. Das ist also schon echt günstig. Hier seht ihr die Typenbezahlung nochmal, International 9600 COE. Schön mit Logo, mit allem drum und dran. Also schon eine schöne Sache. So, auch hier hüpfen wir rein, machen die Standardgeschichte, Licht, Tageslicht sozusagen ist nur die Lampen oben, dann haben wir eine Lichtstufe, zweite Lichtstufe. Das sieht auch richtig blendend aus, also finde ich gar nicht mal so schlecht gemacht in dem Bereich. Hinten hat es also die typischen Ami-Lichter, das hat man auch schon bei anderen LKWs gesehen, die gehören standardmäßig anscheinend so. Wenn wir uns in den Innenbereich begeben, haben wir hier auch ne, einmal die Platzhalter-Variante. Genau wie bei dem anderen auch, aber wie gesagt, er gefällt mir sonst optisch gut von außen. Ne? Und ich bin selber Außenfahrer, deswegen ist das für mich nicht ganz so extrem. Entschuldige mich natürlich bei allen denen, die es nicht sind. Aber so ist es dann halt. Ja, dann würde ich sagen, uns bleibt nur noch eine Runde zu drehen mit dem guten Stück. Ja, Bremsleuchten funktionieren, Rückfahrleuchten oben und hinten am Grundkörper, am Cap selber, auch schöne Geschichte. Und den kann ich jetzt hier auch schön eine Runde zustellen. So, da haben wir nämlich dann auch. Auch hier Rückfahrleuchte, Bremsleuchte, das funktioniert alles einwandfrei. Das kann ich anders sagen. Ich mache ihn mal wieder aus. So, stell ihn mal hier so hin und da sehen wir die Kollegen dementsprechend dann auch schon schön nebeneinander stehen. Und ihr ahnt es dann bestimmt, genau, das ist das gute Schlussbild. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.